Ja, Dominik Wintersieg, Trainer der SG Igel-Liersberg-Zivin-Langsor. Dass es schwer wird heute, das war vollkommen klar. Das hat man vor dem Spiel schon gesagt. Dass es so krass wird, das hast du, glaube ich, auch nicht erwartet dann. Ne? Nee, also ich bin heute Morgen ein bisschen optimistischer aufgestanden und stehe jetzt relativ ernüchternd hier. Gerade nach den ersten 5 Minuten, wo wir vielleicht in Führung gehen können. Ja, ich glaube, mit den ersten 4 Chancen machen sie dann auch direkt 4 Tore. Die natürlich dann nach dem 2-0 auch viel zu einfach fallen und viel zu schnell. Und dann war die Sache natürlich zur Halbzeit mit dem 0-6 schon erledigt und haben dann natürlich auch das Problem, dass die dann bis zum Ende durchziehen. Gerade die Jungen aus der A-Jugend, die haben Bock zu kicken. Die wollen dann natürlich auch so ein Ergebnis hochschrauben. Andere Mannschaften in der Klasse ziehen dann vielleicht einen Gang zurück, aber die Eintracht halt nicht. Dass es schwer wird, ja, es hätte viel zusammenkommen müssen. Das haben wir vor der Sache, also vor dem Spiel gesagt. Ist aber natürlich jetzt mit einem 9-1 schon brutal irgendwie unterm Strich, ja. Was sagt man da in der Halbzeit? Bloß keine 10 kriegen oder was war so die Devise? Nee, wir haben so eine Halbzeit, die Stimmung war ordentlich in der Halbzeit. Ja, natürlich war jeder geknickt, aber jeder wusste auch, dass da extrem viel gegen uns gelaufen ist irgendwo. Da ging es jetzt einfach nur darum, eine ordentliche zweite Halbzeit zu spielen, keine unnötige Hektik oder keine unnötigen Fouls auch reinzubringen in die Sache, sondern das Spiel dann sauber über die Bühne zu kriegen. Natürlich nochmal 4 Eier auch letztendlich gefangen, außer das vielleicht von Vincent Bösen, wo er natürlich sehr gut macht. Aber sonst waren die Gegentore insgesamt übers Spiel gesehen schon zu einfach. Ja. Hat sich schon vor dem Spiel unterhalten. Alex Hinz hat ja zuletzt gut gehalten, hat dann heute nochmal eine weitere Chance bekommen, kann man sagen. Ist jetzt die ärmste Sau so ein bisschen bei euch. Ja. Ne? Ich meine, Torhüter ist immer irgendwo die ärmste Sau, gerade bei so Ergebnissen. Ich glaube, bei den neuen Dingern kann er jetzt nicht wirklich irgendwo viel machen. Aber ja, ich meine, er hat die Sache gut gemacht bis dahin. Das ist natürlich jetzt ein Jahresabschluss für alle, der jetzt nicht so ideal ist. Aber ich denke, wir haben jetzt gerade die richtige Sache im Kreis gefunden und das sollte dann passen. Ja. Ja, ich meine, ihr seid immer noch über dem Strich, so wie ich das sehe, und da wollt ihr bleiben. Also es war jetzt nicht alles so furchtbar schlecht dann. Ne? Nee, wir hatten ja jetzt auch eine gute Phase bisher. Die 7 Punkte aus den 3 Spielen, auch ein 3-3 in Aabach geholt. Ich glaube, da werden nicht viele Mannschaften punkten. Deshalb war die Stimmung jetzt heute auch übers, oder jetzt auch, das kann man einschätzen, jetzt kann man auch einordnen. Jetzt geht es darum, mal 8 Wochen die Körper wieder fit zu bekommen, weil wir schlagen uns da doch schon erheblich durch die Wochen jetzt hier. Und klar, wenn man die Wechsel bei der Eintracht sieht, das ist natürlich dann nochmal kein Qualitätsverlust, wenn man so einen Kader hat. Und wir haben jetzt dann noch heute mit 15, Juli Schneider kam rein, Kevin Noll hatte Feldspielerkleidung an, also von daher wird es jetzt Zeit für die Pause, ja, muss man sagen.